Können wir sonst noch irgendwo hin, zufälligerweise? Diese Regenrinne sieht verdächtig aus. Können wir irgendwie die Träger durchschießen und dann... Schade, ich dachte, wir könnten... Jetzt haben wir die 9-Meter-Pistole ziemlich leer geschossen. Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe. Scheiße. My Lady, wartet! My Lord! Ja. My Lady, welch eine Überraschung, Sie zu treffen. Wart ihr auf der Suche nach mir? My Lord, ja. Oh, das ist so schwer. My Lady? My Lord, ich kam, um euch zu treffen, aber jetzt sehe ich, dass dies ein schrecklicher Fehler war. My Lady, nein, sicherlich. My Lord, ich sollte gehen. Wenn uns jemand zusammen sieht, wäre euer guter Ruf ruiniert. My Lady, bleibt. My Lord, bitte vergebt mir. My Lady! Nein! Nein! Dieser Cliffhanger! Nach der Pause eine neue Folge von Lords und Ladies. Kommt noch was? Yo, ach, jetzt geht die Werbung wieder los. Oder gibt's tatsächlich weitere Sendungen? Wer ist der Mann, der nichts zu verlieren hat? Wer ist der härteste, schädelspaltende, sprücheklopfende Schurke im ganzen Ghetto? Genau, Dick Justice. Okay, scheinbar gibt's da gerade noch nichts. Reinigen Sie mit uns, wenn es mal wieder zur Sache ging. Rufen Sie 555 Clean. Clean sind Reinigungsprodukte. Ihre Wahl, wenn Sie Tatrutschspuren beseitigen müssen. Tja, also Lords und Ladies, unsere Lieblingsfernsehshow. Gib mir einen Zombie-Kopf. Nein, nicht. Schalten Sie es wieder ein. Sie hören es. Ach so. Sie spionieren mich aus. Sie hören zu. Spionieren uns alle aus. Sie hören, wenn der Fernseher aus ist. Ah. Das Signal täuscht Sie. Ja, Milord. Nein. Milady. Wieder einschalten. Könnte schwierig werden. Du hast mich gefunden. Oh, der Tod hat mich gefunden. Dein grausames Gesicht. Nein, Gnade. Aufwachen. Hey. Es sieht jetzt viel wacher aus, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir laden nochmal neu. Sowas macht unsere Max nicht. Wir wissen, was passiert, wenn wir es machen. Kommen wir durch die Tür raus. Nein. Können wir mit dem Stromkasten spielen. Oh, Verteilerkasten. Sicherungen. Hier gibt es echt... Davy hingegen lebt nicht so sauber wie die Oma. Der lebt eher nach Max-Verhältnissen. Okay, vorsichtig, kurz gucken, gibt's irgendwas? Da könnten wir jetzt lang. Da möchte ich aber hin, auf das Baugerüst, da ist sowas. Vermutlich kommen wir da eh noch hin. So. Kaufmann will, dass wir das erledigen. Finden wir den Typen, legen wir ihn um und dann ab nach Hause. Weißt du, was das ist? Das Finale, der Höhepunkt, kurz vor dem Abspann. Scheiße. Das, würde ich mal sagen, war eiskalt. Desert Eagle, Ingram, wunderbar.
Sie hatten den Aufzug blockiert. Natürlich hatten sie das. Unsere Genies von Auftragskillern. Bei denen trifft das Wort Cleaner wohl im wahrsten Sinne des Wortes zu. Sekunde, ich komme gleich. Was ist denn hier? Ja, von hier kamen wir rein. Hallo? Okay, da kommen wir auch nicht rein. Die Leute hier sind entsprechend überraschend unhilfreich. Und die Zimmerpflanze ist auch nicht gerade was ich als einen freundlichen Mitbürger bezeichnen würde. Ach komm. Ich glaube, hier gibt es Wasserschaden. Es könnte Schimmel geben. Schrotze ist voll. Unfassbar, wie marode hier alles ist. So ein netter junger Mann. Sucht eine alte Lady wie mich. My Lady. Nur auf der Durchreise, Mann. Ein netter junger Mann. Nicht wie die von oben. Sie sagen, sie wollen renovieren. Aber es ist zu heiß. Wir haben nichts Gutes im Sinn. Der Doktor hat mir Pillen für meine Hüfte gegeben. Es ist aber schon besser. Nehmen Sie sie. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Sie sind im Bad. All den Reinigungsleuten sollte man annehmen, hier wäre es sauberer. Ich habe sie in den Fluren reden hören. Diese Spanner. Oh, ich erinnere mich an die sonnigen Tage auf dem Land mit meinem Ben. Oder war das aus dem Fernsehen? Die retten sie daher, oder? Nichts, wieso haben die Omas die das... Ich wollte gerade sagen, wieso haben die Omas es hier deutlich schöner, aber ich will nicht wissen, was die mit dem Sofa hier gemacht hat. Und diese Klappstühle sind auch nicht sehr schön. Fernsehen hat die auch nicht, wie es aussieht. Und schläft auf so einem alten Lattenrost. Ich mach kurz das Licht aus, in Ordnung. Moment. Kommt man da durch? Ach, da müssen wir vermutlich sowieso durch. Aber erstmal holen wir uns ihre... Alter. Ach, so kommt man ins Bad. Vielen Dank. Diese Oma ist überraschend hilfreich. Dafür renovieren wir hier bei ihr ein bisschen. Und damit sie sauberer wird, machen wir mal den Wäschetrockner auf. Den Wäschetrockner ohne eine Waschmaschine. Aber hier gibt es sonst nichts, was die Versicherung bezahlen könnte. Gut, dann... Okay, hier ist Endstation und natürlich... Sekunde, da ist... Ach, wir hätten auf die Kasse schießen können da unten, oder? Scheinbar schon. Merken wir uns. Rote Fässer sind immer ein Indiz dafür, dass man drauf schießen kann und auch sollte. Deswegen sollte man niemals neben einem roten Fass stehen und... Vermutlich kommen jetzt einfach Gegner hinterher und werden... Ah, ich hatte das Versteck des Schützen gefunden. Der Raum war voller Überwachungsausrüstung. Sie hatten mich seit Tagen, Wochen oder sogar Monaten ausspioniert. Alle meine Aktionen observiert, aufgezeichnet, analysiert. Der Raum war der Beweis, von dem jeder Paranoide träumt. Oha. Oh, Präzisionsgewehr. Danke. Penn's Apartment. Living Room, Kitchen. Und was ist das? Das kann ich hier entziffern. Bathroom, Bedroom. Nail? Na, keine Ahnung. Mit 6 Schuss. Ist so ein bisschen geizig, was?
Das sind Bilder von uns. Können wir da sehen? Nö. Und das fällt dir erst jetzt auf? Können wir Trautes sehen? Heimglück allein. Ah. Einfach. Nicht wie in einem Film, wo der Held die Chance hat, die Bombe zu entschärfen. Es war einmal ein Haus in der Vorstadt. Er macht die Tür auf und bumm! Jetzt war nichts mehr davon übrig. Idioten. Die Arbeitsauffassung der Cleaner gefiel mir gar nicht. Definitiv nicht. Die haben uns die Bude angezündet. Was ist denn hier? Was? Vielen Dank, dass du gefährliche Liebschaften gewählt hast. Was? Für Candy drücke die 1. Für Sandy die 2. Für Mona die 3. Alles klar, die 3 war klar. Du hast die 3 für Mona. Natürlich. Hi, hier ist Mona. Wie heißt du? Ich muss nur mit jemandem reden. Süßer. Gutes Buch. Nein! Winterson? Ach komm! Winterson? Hier ist Max. Ich bin zu Fernsehen! Ein Scharfschütze ist am Fenster. Ja, ja, wissen wir. Anscheinend hinter der Tür. Sie kommen. Ich brauche Hilfe. Ach, Entschuldigung, wir müssen noch warten, weil ich wieder mal. Okay, wir holen Sie da raus. Ein Idiot war. Komm, ich will das lesen! Lesen! So, jetzt dürften wir gleich wieder auf dem Stand sein. Für Candy drücke die 1. Ja, sofort. Die 2. Für Mona die 3. Du hast die 3 für Mona gewählt. Hi, hier ist Mona. Wie heißt du? Ich muss nur mit jemandem reden. Süßer, wir machen hier Telefonsex. Da wird nur geredet. Aha. Wie bringt man das zu Ordnung? Wie kann man Dinge verändern? Gib mir nur deine Kreditkartennummer, dann höre ich dir die ganze Nacht zu. Sie zu töten macht alles nur schlimmer. Es brachte niemanden zurück. Bist du irgend so ein Perverser? Tut mir leid, das war... Sorry. War das jetzt alles? Toll, hätten wir es gar nicht anhören müssen. Winterson? Nein! Max, ich bin zu Hause. Ein Scharfschütze ist am Fenster. Weitere Killer sind anscheinend hinter der Tür. Sekunde. Ich brauche Hilfe. Schnauze. Ich moderiere die Scheiße hier. So, eine Dunkelkammer. Wir wollen die Fotos natürlich nicht ruinieren, also machen wir Tür wieder zu. Und spülen hier erstmal alles durch. Können wir die angucken? Wird nicht erzählt, dass es eine Dunkelkammer ist und mit Fotos. Und die können wir nicht angucken. Das wäre jetzt auch nicht der Plan. Ich wollte eigentlich... Wie konnte man noch... Ach ja, mit C quatschen, man. Stimmt, das war der C. Oh, Schmerzmittel voll. Das sehe ich anders. Ich drücke jetzt die ganze Zeit die E-Taste. Aber gut, wenn wir hier nichts... Dann zahlt es als Versicherung hier. Das ist nicht das Gleiche, sage ich dir. Ich verstehe, was sie getan hat, aber... Ich... Das ist Pepper!
Sekunde. So, hier konnte man nichts machen. Ich möchte hören, was sie zu sagen haben. Das ist nicht das Gleiche, sage ich dir. Ich verstehe, was sie getan hat, aber ich kann es nicht gutheißen. Das Gleiche, das ist das Gleiche. Ist es nicht. Ich verstehe, was sie getan hat und warum, aber das heißt nicht, dass ich es okay finde. Das heißt also, dass du ihr verzeihst. Das heißt, dass du ein Idiot bist. Ich verzeihe gar nichts. Aha. Das waren jetzt überaus wichtige Gespräche, ohne die hätten wir es die ganze Zeit... Wo? Ach da! Oh ja! Jetzt geht die Party ab, Freunde! Wir haben unsere Kalaschnikow! Und der Desert Eagle, na gut, dann... Ne! Ein Traum mit war doppelte Desert Eagles! Jetzt geht hier die Party ab. Zwei Handkanonen in der Hand. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Erstmal eine Coke. Nee. Was? Doppelte Deagles rocken. Möchte ich nur so gesagt haben. Das ist genau das, was man gebraucht hat. Und natürlich der Einzige, der doppelte Deagles benutzen kann, das ist Max Payne. So, habt ihr vielleicht noch eine Kalaschnikow da? Schmerzmittel voll? Na, das sehe ich anders. Sekunde, die Heizung hier. Das sind Löscharbeiten. Ihr habt bei mir alles angezündet, jetzt müssen wir Löscharbeiten betreiben. Oma! Na gut, dann halt nicht. Ah, da müssen wir halt hochgehen. Immer schön um die Ecke lugen. Denn ich möchte natürlich jedes Gespräch auch noch mitnehmen, dass die Kollegen so alles zu belabern haben. Die Herren vom Reinigungsdienst, die Nachtschicht machen. Ah, so geht's auch. Das war nicht der Plan. Kann man eigentlich... Okay, Nahkampf geht mit nicht. Ich wollte gucken, ob man zuschlagen kann. Jetzt. Mit einem Hechtsprung oder sowas. Aber das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich höre die ganze Zeit Schritte.